Hallo aus dem Studio von World of Art. Heute entführt euch Martin in die Häuserschluchten von New York und im Anschluss an dieses Video zeigen wir euch noch das neue Produkt von Da Vinci, das wir auf der Paperworld in Frankfurt entdeckt haben. Doch jetzt erst einmal viel Spaß mit Martin. Hallo, ich zeige euch heute mal, wie man mit wenig Farbtönen ein wirklich brillantes Bild malen kann. Unser Ausflug geht nach New York in der Nacht, ein regnerischer Tag, so ein bisschen Licht scheint noch über den Horizont und das Ganze mit sehr wenig unterschiedlichen Farbtönen ausgearbeitet. Ich benutze heute die System 3 von De La Rowney. Das ist eine Farbe, die sehr viele Bunttöne uns bietet, aber auch Lasurtechniken sehr schön zulässt, und das brauchen wir jetzt. Ich nehme als erstes mal ein bisschen Farbe auf. Ich habe mir schon auf der Palette etwas drauf getan und bringe jetzt noch ein bisschen Ocker dazu. Hier ein Gelbocker. Ja, Sie sehen, wir brauchen sehr, sehr wenig Farbe, und da das Ganze lasiert abgeht. Und mein Pinsel, den ich benutze, ist jetzt hier ein Flachpinsel. Das ist also ein sehr weiches Synthetikhaar. Und damit gehe ich dann in mein Bild hinein, nehme ein bisschen Wasser auf. Und etwas Farbe. Nun kommt die Untermalung für meinen Himmel. Das ist eine sehr senkrecht laufende Arbeit. Brauche Kontraste, spiel hier schon mal ein bisschen rein mit den Tönen. Auch hier ein bisschen Licht wieder reinziehen. Sie sehen, der Strich, der liegt immer in der senkrechten. So, nun färbe ich das Ganze schön durch, dass ich einen tollen, sauberen Hintergrund bekomme. Auf der Mittelachse darf hier ein bisschen heller werden, da scheint nachher das Licht am intensivsten. Und arbeite so die ganze Leinwand zu. Ich wechsle jetzt den Farbton, um in Nuancen zu gehen. Gebäude, die im Hintergrund ganz zart sichtbar sind, das ist jetzt hier eine Mischung aus lichtem Ocker mit etwas Umbra Natur. Es gibt also einen relativ dreckigen Ton. Und wir gehen jetzt ganz zart hin und schaffen uns mal die ersten Gebäude im Hintergrund. Dazu sind diese Flachpinsel super geeignet. Damit können Sie in die noch feuchte Farbe wunderschön reinspielen. Bringen wir so ganz sanft ein paar Gebäude, die weit weg stehen, die durch den Smog fast nicht sichtbar sind, und lassen das bis auf diese Höhe ungefähr auslaufen. Spielen Sie mit den Farbnuancen. Und gestalten Sie sich die Gebäude im Hintergrund aus. So, machen wir hier noch ganz leicht eine Antenne rein, ein bisschen Schattierung rein. Hier ist unsere Grenze. Und gehen jetzt gleich über zur nächsten Farbe. 3. Ich habe nun eine Mischung aus lichtem Ocker, etwas Umbra Natur und Schwarz aufgenommen. Sie sehen hier, das ist ein sehr dreckiger, dunkler Ton. Nun kommen die nächsten Straßenfluchten, die ich einfach nur mal runterziehe. Das ist das erste Gebäude,
welches in die Straße hier reinragt, von der aus wir blicken. Das ist unser Fluchtpunkt. Im Prinzip, der liegt hier dran. Zieh von dort aus einfach nach links und rechts eine Linie runter. So, das ist jetzt unsere Straßenflucht. Spiel nun mit verschiedenen schwarzen Nuancen und Tiefen einfach mal ein bisschen wild rein. Hier zum Betrachter, der in der Straße steht, wird das Ganze höher. Sie dürfen also wirklich hier jetzt mal locker rausspielen. Immer bis zum Bürgersteig runterziehen. Hier ist der Fortstein und da spielen wir rein. Sie sehen, ich bin da gar nicht so genau in der Arbeitsweise. Lassen gleich etwas Schattierung auf der Straße entstehen, den Pinsel angesetzt und lassen den runterlaufen, ganz locker. Das ist ein bisschen der Schatten, den die Gebäude auf die Straße werfen. Kann jetzt auf der anderen Seite genau das gleiche fabrizieren. Natürlich müssen die Gebäude nicht alle gleich groß sein. Da kann eins bisschen da noch was drauf bekommen. Zu sehen, für Gebäude sind Flachpinsel das absolute Muss. Die sauber die Ecken ausarbeiten, kann wieder ein bisschen Ocker reinbringen. Muss also jetzt nicht hier unbedingt in einer Nuance bleiben, spielen Sie ein bisschen mit diesen Tönen. Hier einfach ein bisschen Ocker genommen und rein damit. Auch hier nochmal nach unten die Spiegelung. Jetzt einfach hier weiter durcharbeiten und in den Formen spielen. So sollte Ihr Bild nun aussehen, mit dem Schwarz, mit diesem Umbra, Ocker, Weiß kombiniert, bekommen wir schon so viel Tiefe ins Bild und jetzt gehen wir an die Details. De La Rowney hat dieses Jahr ein ganz tolles Produkt gebracht. Das ist eine Acryltusche aus der System 3 Serie. Wir haben hier komplett die Farben, die wir auch als ganz normale Acrylfarben bekommen, in Flüssigform. Die benutze ich dann hier im Bild für die Feinheiten, für feine Striche. Dazu gebe ich mir ein paar Tropfen auf meine Palette. So, muss man wieder gut verschließen. Nimm ein Palettmesser, das ist 30 cm lang, das ist also ein richtig mächtiges Instrument. Ziehe hier ganz zart etwas auf die Kante, als würden Sie ein Brot durchschneiden und setze das hier an und kann ein paar sogenannte Overshot-Linien setzen. Das ist also, wenn Sie einfach eine Linie länger machen, als sie in Wirklichkeit ist. Damit bekommen wir Dynamik ins Bild. Nehmen Sie die Hauskanten, Fensterreihen. Es muss also gar nicht so genau sein. Auch der Bürgersteig hier, der Bordstein, der kann ein bisschen rausgeholt werden. Immer wieder eintupfen, immer wieder spielen. Damit bekommen Sie ganz schnell Linienführung in Ihre Arbeit. So. Sie sehen, da oben wird es ein bisschen dreckig, das will ich aber, dass das hier ein bisschen mehr Dynamik bekommt. Immer wieder auftupfen, reingehen. Und so arbeiten Sie das gesamte Bild im dunklen Bereich aus. Hier hinten interessiert uns das nicht. Nun gehe ich an die Details. Dazu habe ich etwas Schwarz aufgenommen, ein bisschen Chromoxidgelb, ein bisschen Cadmiumgelb, ein bisschen Orange und ein dunkles Kobaltblau.
Ich fange jetzt erstmal an mit etwas Schwarz, die Grundform meiner Fahrzeuge rauszuziehen. Das muss also gar nicht genau sein. Sie sehen, ich gehe da einfach hin, mache mal einen Strich rüber. So, hier sind Fahrzeuge auf der Straße. Versuchen Sie hier keine Autos zu malen, machen Sie mal nur ein paar Striche rüber. So. Nach vorne müssen die natürlich etwas größer werden. Auf der anderen Seite genau das gleiche in rosarot. Hier spielen wir mal rein. So. Auch hier wieder einen synthetischen Flachpinsel im Gebrauch, der uns exakte Kanten zieht. Sehen, jetzt haben wir schon diese Optik. Damit diese Fahrzeuge auch auf dem Boden stehen, gehe ich durch die feuchte Farbe und lasse es ein bisschen nach unten wegziehen. Einfach den Finger drauf drücken. Damit bekomme ich schon die Spiegelung auf den Boden. So, Sie sehen, wir haben eine ganz leichte Spiegelung auf dem Boden. Und jetzt nehme ich einen Spitz- oder Rundpinsel. Das ist ein 3-0er. Nehme etwas Blau und etwas Weiß hier jetzt von diesem Kobaltblau auf und bringe mal ein bisschen schon die Scheiben der Autos. Ganz zart, kann auch ein bisschen die Stoßstangen anmalen. So einfach nur da ein Strichchen rüber. Kann da ein bisschen spielen. Gerade bei solchen Tönen, wenn Sie schwarz untermalt haben, vergessen Sie nicht ein bisschen Weiß zuzugeben. Die Bunttöne im Acrylbereich sind selten mal deckend und so bekommen Sie Deckungsgrad hin. Nehmen wir hier von der Rückseite die auch nochmal, geben wir denen auch ein bisschen was. So, hier drauf. Haben wir das ja. Nun kommen die Scheinwerfer und die Rückleuchten. Die Rückleuchten ein bisschen orange. Nehmen wir hier ein bisschen orange ran. So, das ist natürlich die Seite. Achten Sie darauf, dass Sie auf der richtigen Straßenseite arbeiten. Die sehen wir von hinten. Und die anderen, die lassen wir mit ein bisschen Cadmiumgelb mit Weiß. Vorne die Scheinwerfer spiegeln hier. Haben wir die schon drin. Wir nehmen jetzt wieder unseren Synthetikpinsel, der muss also jetzt ganz sauber sein, und lassen diese Farbtöne auf der Straßenfläche spiegeln. Dazu Weiß mit ein bisschen Cadmiumgelb aufgenommen, ganz grob. So, der Pinsel darf nicht zu nass sein und jetzt lassen wir das hier einfach da mal auf der Straße ein bisschen mitspiegeln. Weil wir ja so einen verregneten Tag haben. Kann man das ein bisschen rausziehen. Muss nicht so eine harte Linie sein. So, einfach da rein. Mit dem Orange auf der anderen Seite. Genau das gleiche, ganz leicht angedeutet. Jetzt kann ich mich auch entschließen, welche Farben meine Fahrzeuge haben. Wir haben also relativ viele Taxis in New York, die sogenannten Yellow Cabs. Bringen wir jetzt einfach mal ein bisschen Gelb an manche Flächen ran. Sie sehen, ich gehe da gar nicht so genau ran. Oben über die Motorhaube. Einfach da ein bisschen von dieser Gelb-Weiß-Mischung. Hier stehen auch welche.
Abständen mit ein bisschen Schwarz nochmal nacharbeiten, wenn man noch ein bisschen Tiefe braucht oder wenn man sich ein bisschen zu intensiv mit dem Gelb-Weiß bemüht hat. So. Hier vielleicht noch ein bisschen Schattierung nochmal rausziehen an den größeren Fahrzeugen. Hier auch. Und in die Geschäfte und Läden an der Seite vielleicht noch ein paar Strichchen anbringen. Kann man einfach mit den Restfarben spielen. Ich möchte also so wenig unterschiedliche Farbtöne wie nur möglich benutzen. Soll eigentlich nur die Stimmung hier spielen. Und wenn wir das haben, dann kommen gleich die letzten Striche ins Bild. Jetzt bringe ich mit meinem Rundpinsel hier, mit meinem Dreier Spitzpinsel, einfach hier im Hintergrund ein paar Striche ran, mit einem kleinen Oval oben dran, um die Menschen in der Stadt zu simulieren. Dazu nehme ich auch wiederum ein bisschen Schwarzstrich, so rausziehen. Damit bekomme ich die Menschenmenge, die hier drin steht. Sie müssen also da gar nicht hingehen und müssen Leute malen. Der Betrachter tut sich das selber zusammenreihen. Vielleicht läuft noch so eine Einkaufswilde über die Straße. Mit ihrer Freundin zusammen. So. Kann man auch gleich hier ein bisschen runterziehen. Geben den Figuren noch ein bisschen Farbe mit, vielleicht fürs Gesicht. So mache ich eine Mischung aus ein bisschen Orange und Gelb. So, aufpassen, dass der Pinsel nicht dreckig wird, weil ich Schwarz vorher drin hatte. So, dann kann man so da ganz leicht ein bisschen die Gesichter simulieren. Hier auch. Und auf der Seite da drüben auch. Und der Kleidung auch ein bisschen Farbe mitgeben. Da hinten vielleicht auch noch so ein paar Fleckchen mit dem Kobaltblau dazu. Das kann man natürlich bis zum Exzess treiben in den Details. Das ist jetzt hier mal nur die schnelle Variante. Aber das Schöne ist, dieses Bild macht gleich viel mehr her, weil dieses Bild kommt in einen Schattenfugenraum und Sie werden erstaunt sein, wie sich dieses Bild ruckzuck verändert. So sieht unser fertiges Bild aus und fertig ist es noch lange nicht. Es fehlt eine Kleinigkeit und ich habe ja gerade eben gesagt, Schattenfugenrahmen, und wir benutzen gern kleine elegante, das ist jetzt ein 40-40er Schattenfugenrahmen, mit einer Schatzenfuge in Silber. Und schauen Sie mal, wie sich so ein Bild verändert, wenn das später in einem Rahmen drin ist. Da wird es also richtig elegant und sieht richtig teuer aus. Und jeder, der zu Ihnen nach Hause kommt, wird sagen, hey, super Hingucker hast du da gemacht, verkaufen wir es. Aber ich denke nicht, dass Sie Ihre Bilder hergeben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und das nächste Mal wird Silvia mit einem ganz tollen Thema kommen. Und Silvia, stellt euch das jetzt schnell selber vor. 3. Wie Martin gerade schon angekündigt hat, mein nächstes Thema ist Pop Art mit viel Glitzer. Jetzt noch ein paar Details zu dem Vario-Effekt-Pinsel von Da Vinci. Durch das Zusammenspiel von zwei unterschiedlichen langen Kunsthaaren in verschiedenen Stärken sind eine Vielzahl von Effekten möglich.
das Produkt, das haben wir auf der Frankfurter Paper World gesehen und das hat uns sofort durch seine Kreativität, durch seine vielen Einsatzmöglichkeiten und durch sein Design begeistert. Martin gibt euch jetzt noch ein paar technische Beispiele und ein paar Möglichkeiten mit diesem Pinsel. Ich erkläre euch jetzt mal die Arbeitsweise mit dem Vario-Effektpinsel von DaVinci. Tolles Produkt, witzige Effekte. Sie sehen zwei unterschiedliche Haare, wie vorhin in der Beschreibung schon angegeben. Das eine hat lauter feine Pinselspitzen und am besten sieht man es, wenn man das mal in die Praxis umsetzt. Ich nehme zuerst etwas Wasser auf, gehe mit den Spitzen meines Pinsels in die Aquarellfarbe, also nicht fest aufdrücken, nur die Spitzen leicht kreisförmig reinarbeiten lassen und dann auf das Papier. So, und jetzt ziehe ich mal hier ganz zart eine Wellenlinie raus, nehme nochmal etwas Farbe auf und es entstehen hauchfeine Linien. Man kann also hier auch Fellstrukturen bringen, wenn jemand sagt, ich brauche feine Fellstrukturen. Die kann man hier ganz zart rausziehen oder auch Gräser. Das ist also alles möglich. Wenn man ein bisschen mehr Feuchtigkeit nimmt, dann hat man auch verlaufende Effekte drin. Oder man tupft einfach nur manchmal so ein paar Sommersprossen rein, sage ich mal so ganz salopp. So kleine Pünktchen für Sand und Kies, besonders gut geeignet. Also, Sie sehen, der Vario-Effekt ist weit einsetzbar. Sie können ihn aquarell verwenden, auch mit verdünnten Acrylfarben. Ganz wichtig, am Ende den Pinsel sehr gut auswaschen, ein bisschen abklopfen, dann haben Sie lange Freude an diesem Produkt.